Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der Zwickau Road to Glory. Zu einer ganz besonderen Episode. Der Fußball ist wieder da und ihr seht es schon rechts am Ball. Nicht in der dritten Liga, nicht in der zweiten Liga, sondern in der Bundesliga. Die erste Liga wartet auf uns und wir haben wahrscheinlich kein so geiles Budget. Wir haben es noch nicht gesehen, wie ihr seht, wir sind immer noch im Ladescreen. Wir wollen mit euch direkt mal unser Budget angucken und dann sehen, welche Schwachstellen wir verbessern können und was wir überhaupt machen können mit diesem Geld. Da sehen wir uns gleich. Um unser wahrscheinlich sehr geringes Transferbudget ein bisschen aufzubessern, können wir hier natürlich einen European International Cup oder eine Champions Trophy abschließen. Was würdest du vorschlagen? Schon mit dem meisten Geld? Einfach das meiste Geld. Die Teams werden sich nicht so viel schenken, sind alles 3,5 Sterne. Und dann gehen wir einfach mal, komm, führ uns da mal hin. Oh, oh, noch ein Klick. Oh, 20 Millionen, die Gönnyamin-Wochen sind am Start. Weil, es ist ganz wichtig, dass wir so viel Geld haben. Wenn man unser Team anguckt, das ist nicht erstligareif. Wir sind ja zweimal miteinander aufgestiegen. Und dann ist klar, dass die Spieler halt noch nicht erstligareif sind. Deswegen müssen wir auch im Transfermarkt auf jeden Fall noch abbessern. Und der Vorstand ist weiterhin nett zu uns. Sie haben uns eigentlich völlig in Ordnung Ziele gegeben. Einfach nur Abstieg vermeiden. Nicht mehr, nicht weniger. Einfach mal Abstieg vermeiden. Runde der letzten 32 hat man, glaube ich, so oder so erreicht. Wir müssen uns vielleicht noch gegen Drittligist durchsetzen. Ja. Einmal aber nur. Das war es dann auch schon wieder. Nächste Saison Mittelfeldplatz. Das ist dann, da reden wir dann nächste Saison drüber. Um uns die Erstligareife zu holen, haben wir hier Markus Schubert gescoutet. 75er Gesamtrating, ist 3 besser als Brinkies. Mhm. Ist zwar unser Kapitän, aber man hat es in der letzten Saison schon gesehen, schwächelt manchmal und vor allem für die Simulation braucht man bekanntlich einen guten Torhüter. Deswegen Schubert. Und der hat natürlich mit 24 Jahren noch Potenzial, sich besser zu entwickeln. Dazu kommt dann noch, dass er wirklich bei dem 7 Millionen Marktwert wahrscheinlich bleiben wird. Wir versuchen natürlich, das beste Angebot aller Zeiten rauszuholen und starten ganz tief unten und melden uns dann mit dem Ergebnis der Verhandlung, oder? Auf jeden Fall. Ich hatte meine Verhandlungshandschuhe an. Ja, hast gut runtergehandelt, der Superhändler hier. Markus Schubert, 6 Millionen, 10% Weiterverkaufsgebühr, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. 1 Million unter Marktwert. Und nachdem der Mann noch mit dem saftigen Vertrag ausgestattet wurde, steht er auch schon im Team, hat 4 Jahre abgeschlossen, kassiert 13.000, ich denke, damit kann man ganz gut leben. Und der Mann bekommt jetzt mal seine faire Chance in der Bundesliga. Hat ja bei Schalke nicht so richtig funktioniert, wurde dann in Frankfurt verschickt, steht da auch nur auf der Bank, oder sitzt auf der Bank besser gesagt. Bei uns kriegt er jetzt seine faire Chance in der ersten Liga. Ja, wird Stamm spielen, da kann er sich sicher sein. Da kann er sich sicher sein. Und wir wollen direkt weitermachen. In den Kommentaren wurde nämlich vorgeschlagen, sich Kaan Ayhan mal anzugucken. Der Mann kennt die Bundesliga, Schalke, Düsseldorf, jetzt vielleicht Zwickau aus Sassuolo raus. Ist natürlich sehr teuer, würde unser Budget wirklich ans Limit bringen. Die Verhandlungshandschuhe haben wir wieder zugeschlagen. Tim meinte, lass. Ich meinte, es bringt irgendwann für die auch nichts mehr, so stur zu sein wie ich. Wieder unter Marktwert. Ja, sie haben einen Tag Pause gebraucht zum drüber nachdenken und haben dann zugeschlagen bei 200 unter Marktwert. 200k. Ohne Weiterverkaufsgebühr. Da ist der Mann. Kaan Ayhan wechselt von Sassuolo für 12,8 Millionen. Nach Zwickau in die erste Bundesliga zurück. Für ihn gut, für uns auf jeden Fall gut. Hat jetzt das höchste Gesamtrating bei uns im Team, ne? Ja, mit Abstand. Ah, nee, nicht so viel Abstand auf Alphon, aber stimmt, deutlich. Vor allem ist ja der Abwehrchef jetzt einfach hinten drin. Komplett. Organisiert die jungen Wilden mit Thiao und Kansa oder Kaminski. Ja, gut. Kaminski ist jetzt vielleicht nicht der junge Wilde, aber wir wissen alle, was er meinte. Kann zusammen mit Kaminski ein bisschen ja, und dann regieren. Prott da vorne nochmal ein bisschen zusammenscheißen. Genau. Über die Außen dann so einen Knauf nochmal. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, es ist ein sehr starker Transfer, war ja auch von euch gewünscht, deswegen haben wir das Ding ja auch durchgezogen. Bei diesem Deal sagt man auf jeden Fall nicht nein. Und dazu kommt noch, dass wir am zweiten Transfertag einfach uns deutlich verbessert haben. Wir gucken uns die Mannschaft jetzt direkt mal an. Und hier sind sie auch schon, Ayhan und Schubert in der Ausstellung. Ich würde sagen, wir können deutlich entspannter schlafen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Das sind ein paar Gegentore weniger, die wir jetzt bekommen werden. Natürlich ist ja noch Luft nach oben. Aber ist die Frage, wer wird eigentlich unser neuer Kapitän? Ja, wir haben uns lang natürlich überlegt. Natürlich, Schröter wäre die Wahl, wenn man sich den längsten Zwickau-Spieler anguckt. Also der am längsten jetzt bisher da ist und ich glaube auch der Einzige, der noch übrig ist in der Ausstellung. Ja? Ja. Der Einzige, der noch übrig ist. Dann vielleicht Alphon. Wäre natürlich auch eine Idee. Aber der Mann, der sich immer ums Geld kümmert. Der Mann ist einfach da, wenn es irgendwas zu gewinnen gibt. Ob es jetzt der Vorbereitungscup ist, ob es der Aufstieg ist, ob es der Pokal ist. Der Mann sorgt sich für die Mannschaft und deswegen wird er zum Kapitän gemacht. Anton Stach, herzlichen Glückwunsch zur EM-Teilnahme und herzlichen Glückwunsch zur Kapitänsbinde beim FSV Zwickau. Und von unserem Anfangsbudget von 20,8 Millionen sind jetzt noch 200k übrig. Ja, ist nicht viel, aber
wir können ja vielleicht auch noch den einen oder anderen Spieler verkaufen. In die Jugendschule haben wir heute noch gar nicht geguckt. Da haben wir noch ein paar Talente, unter anderem Gregor Martin, den wir von Rechtsverteidiger auf Innenverteidiger trainiert haben und der ein super Potenzial hat mit 80 bis 94. Also der schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Ist zwar erst 16, wird trotzdem schon hochgeholt und wir versuchen mal ein Leihangebot für ihn zu finden. Das gleiche gilt natürlich auch für Marius Minar, ist schon 17 Jahre alt, der wird irgendwann in der Saison sowieso hoch wollen, deswegen lieber jetzt und dann auch zu einem anderen Verein verleihen. Unser langjähriger Kapitän, jetzt die Nummer 2 im Tor, deshalb kommt hier auch schon mal ein Angebot rein von Glasgow. Die haben das Ganze angeguckt, was hier passiert, waren interessiert, haben uns halt ein Angebot für ein Tauschangebot gemacht, wollten wir jetzt nicht unbedingt. Wir verhandeln mal und gucken, ob wir da Geld rausbekommen, würde uns deutlich mehr schmecken. Ja, und 3 Millionen hat dann Glasgow Rangers zugestimmt, wechselt also jetzt in die schottische Liga. Wir sind ein bisschen reicher geworden, Win-Win-Situation quasi. Und da ist auch schon die Bestätigung, Brinkies wurde jetzt endlich auch dann verkauft, oder schlussendlich dann auch verkauft, besser gesagt. 2,1 Millionen haben wir jetzt nochmal ein bisschen. Bewahren wir erstmal auf und gucken, wo wir vielleicht noch was brauchen. Genau. Und nach dem Spiel flattert direkt das nächste Transferangebot, diesmal für Manfred Starke ein, der Deutsch-Namibia. Safe, oder? Safe, ja. Deutsch-Namibia. Wir brauchen das Geld, wir gehen auf jeden Fall mal in die Verhandlung. Und der Mann wird uns auch verlassen, denn Ud Heverle Löwen überweist uns 780.000 Euro. Mohamed Jansen wird ausgeliehen nach Mechelen. Die haben uns hier ein Leihangebot für ein Jahr gemacht. Dachten wir, nehmen wir mal mit. Sein Potenzial ist weggegangen, deswegen hoffen wir, dass es so einen kleinen Boost gibt. Das ist, glaube ich, ein guter Ausbildungsverein, habe ich gehört. Ja, sehr gut. Kaminski auf der anderen Seite sollten wir behalten, weil sonst haben wir zu wenig Innenverteidiger und auch zu wenig erfahrene Innenverteidiger. Deswegen lehnen wir das Ganze mal ab. Ist auch kein wirklich gutes Angebot. Ja. Wir müssen uns wiederholen. Kaminski, Angebot zu schlecht. Brauchen wir nicht. Mjatka auf der anderen Seite dürfte eigentlich gehen bei einem guten Angebot. Das heißt, wir verhandeln einfach mal. 650 ist das gute Angebot. Außerdem wurde jetzt noch Mohamed Jansen ausgeliehen nach Mechelen. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Im Scouting-Update haben wir einen richtigen Kracher gefunden. 62er Gesamtwertung, 15 Jahre erst alt, jetzt schon gutes Potenzial. Wahrscheinlich sogar noch auf der falschen Position. Damien Möller machen wir zum Innenverteidiger. Wir haben ja keine Außenverteidiger und links wäre sowieso die falsche Seite. Das heißt, wir gucken einfach mal, vielleicht geht er noch hoch. Dann ein weiteres Leihangebot für unsere Jugendspieler. Marius Minar geht wahrscheinlich nach Alanyaspor. So ist es jetzt auch. Der Wechsel ist durch und ihr seht es gerade, wir haben noch ein paar Leute gescoutet. Wir brauchen noch etwas Kadertiefe und die stellen wir euch sofort vor. Darf ich vorstellen, die Kadertiefe. Jose Trimmitsch einmal als Stürmer-Backup bzw. rechtes Mittelfeld kann da mal für Knauf oder für Scheu einspringen. Und dann noch den Bruder von Toni Kroos, Querpass Toni, Felix Kroos ist da, 68. So als Backup für Stach und für Brott auch nicht schlecht. Wir gehen auf jeden Fall bei beiden mal in die Vertragsverhandlungen und schauen, ob wir die Spieler verpflichten können. Beide Deals wurden abgeschlossen. Josip Drimic sehen wir hier. 74 Tempo, 70 Schuss. Sollte ein solider Backup sein. Kennt ja auch die Bundesliga. Felix Groß kennt sie, glaube ich, noch nicht. Ist nicht mit hochgekommen bei Union damals. Stimmt. Sondern in der zweiten Liga geblieben. Aber kann ja mal seinen Bruder fragen, wie Erstliga-Fußball so ist. Wird da einfach gut vertreten, die Jungs da, falls mal Stach oder Brott eine Pause brauchen. Angebot für einen Starspieler-Alert. Ansgar Knauf, bitte nicht, du bleibst auf jeden Fall da. Boah, der hat seinen Marktwert schon so gesteigert. Ne? Ja, wie viel haben wir den geholt? Für 3 Millionen sowas? Ja, aber ist jetzt dann auch schon wieder eine 74. Ist, glaube ich, dieses Jahr auch schon mal eins hochgegangen. Also der Mann macht seinen Job da super. Auf jeden Fall. Wir haben auch zwischendurch geguckt, wie lange Bonga er denn noch braucht. Er ist leider noch mal eins runtergegangen auf seine 72. Aber in 3 Wochen ist er wieder da. Leider nicht rechtzeitig zur Saisoneröffnung. Die ist jetzt gegen Wolfsburg. Und ich würde sagen, da gehen wir einfach rein, oder? Ja, gegen die konstante in einem Verein. Herzlich willkommen im GGZ-Stadion. Erster Spieltag in der Bundesliga. FSV Zwickau ist endlich angekommen gegen den VfL Wolfsburg. Die Wolfsburger haben sich schon über die Kabinenqualität beschwert. Aber Stach hat gesagt, Großer, bei euch ist auch nicht viel besser. Der hat nämlich da mal gespielt in der zweiten Mannschaft beim VfL Wolfsburg. War er mal, ich glaube sogar mehrere Jahre, bevor er dann letzte Saison nach Fürth gewechselt ist. Und dann zum FSV Zwickau natürlich. Natürlich, wir kennen es alle. Und so hat er jetzt seinen Weg in die Bundesliga geschafft, ne? Genau, hat sich nicht in der Jugendabteilung von Wolfsburg durchgesetzt, sondern bei uns in Zwickau hat uns mit hochgezogen. Wir haben ihn mit hochgezogen, er hat uns mit hochgezogen. Es war so eine Verbindung und jetzt sind wir da. Darf seinen alten Kollegen jetzt eins auswischen, hoffentlich. Vielleicht macht er ja eine Bude. Wir spielen auf jeden Fall mit Schubert im Tor, dann die Dreierkette aus Thiau, unserem Neuzugang Ayan und Nkansa, Vierer Mittelfeld aus Schröter, Prott, den angesprochenen Stach und Scheu. Vorne auf den Zehnerpositionen, Alphonse Knauf und ganz vorne drin die schönsten Haare der ersten Bundesliga wieder, Lukas Höhler. Auf der Bank natürlich unser Neuzugang Drimmitz zusammen mit Felix Groß. Das ist auch eine ganz gute Mannschaft, wenn man dafür, dass man zweimal hintereinander aufgestiegen ist. Ja, würde ich auch sagen. Also wir haben aus unseren Mitteln, die ja dann sogar doch großzügiger waren, als wir dachten,
denke ich, das Beste rausgeholt. Auf der anderen Seite spielt Castells natürlich im Tor. Paulo Ottavio, Mr. Blutgrätsche, Kian Muleira, Camara und Rongier im Mittelfeld. Redmond, Fortunes, Alvarado und vorne Darwin Núñez im Sturm. Ich habe die rechte Abwehrseite verpasst. Da standen Baku und Patrick. Vieles an Torgefahr. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir in unserem ersten Bundesligaspiel vor unseren heimischen Fans einen guten Einstand haben. Und ich würde sagen, der Ball rollt. Los geht's. Komm, starte erstmal deinen ersten Ballkontakt hier. Super. Ist auch ja unser neuer Kapitän. Genau. Hat sich hier die Seite ausgesucht. Direkt hier die erste Chance über Núñez. Aber unser Neuzugang im Tor ist da. Markus Schubert. Ich denke, wir sind auf jeden Fall der Underdog in fast jedem Saisonspiel, würde ich sagen. Och, nee. Ich wollte gerade sagen, ein Elfmeter hilft nicht. Ein Freistoß ist nicht so schlimm. Oh, ich habe gedacht, es ist ein Elfmeter. Ja. Aber war ganz knapp an der Grenze. Knapper geht's nicht. Guck mal, auf der Linie schon drauf. Die Flanken rein, Alter. Das ist natürlich... Selbst schuld. Ja, selber schuld. Ohne Witz. Starke Verlagerung hier. Und ein starkes Wahnsinn. Erstes Tor. Wahnsinn. Also da machst du halt nichts, ne? Nee. Wow, also da können sich die Wolfsburg-Fans freuen. Der Ball von Camara ist Weltklasse und die Direktabnahme über Schubert drüber. Kann man ihm nicht unbedingt einen Vorwurf machen, auch wenn er direkt auf ihn draufkommt, weil der kam mit ordentlich Power. Ja, herzlich willkommen in der Bundesliga, sag ich da. Wir hatten noch kein einziges Mal in der gegnerischen Hälfte, glaube ich, den Ball. Na, komm, sollen wir mal abhaken hier? Ja, guck mal. Wir haben ja guten Offensivfußball gespielt auch dann am Ende. Und dann können wir hier auch weiterspielen. Und direkt vielleicht die Antwort. Knauf und eine Wahnsinnsparade von Kuhn Castells. Oh mein Gott, ich habe safe gerechnet, dass er reingeht. Ja. Den Neuer. Kuhn Castells entwickelt sich auch sehr stark in meinem Karrieremodus. Ist ja auch einer der besseren Keeper der Bundesliga. Schröter hat natürlich Alforda auch noch als Option. Der sieht Höhler. Der dreht sich raus. Alfor, gibt den quer. Alforda! Erstes Tor in der Bundesliga von schießt hier unser erstes Tor in der Bundesliga. Wird hier mehr und mehr zu unserem Starspieler, ja. Gerade in Abwesenheit von Bonga. Castells sieht da nicht gut aus, aber war auch einfach schön gespielt, finde ich. Schönen Körper reingestellt von Höhler und dann hier ja durch die Beine von Castells, der sich groß machen will. Ist ja auch ein großer, ne? Er ist auch ein großer, hat sich auch groß gemacht, aber... Fast noch die Eier rasiert. Alphon findet die Lücke. Mut zur Lücke, ne? Ja, Mut zur Lücke. Oh! Der ist übrigens auch noch von Anfang der Saison. Stimmt! Der war nur vorhin nicht in der Aufstellung, hast du es angeguckt? Oh, dann klingelt es wieder. Ey, da machst du nichts, die Beweglichkeit fehlt einfach hinten, ne? Ja. Aber wie gesagt, der war nicht in der Aufstellung, als er vorhin durchgegangen ist. Genau. Ja. Wer ist das denn? Darwin Núñez. Okay. Starkes Talent in Karrieremodus. Hat auch ein super Upgrade bekommen insgesamt jetzt seit Anfang der Karriere. Aber noch kein Gameface, okay? Ja, die Gameface kommen leider nicht, wegen Corona, sagt EA. Hier, super Abschluss. Muss man einfach neidlos anerkennen. 2-1 also, der alte Abstand wieder. Führung Wolfsburg. So, jetzt Höhler startet in die Lücke. Höhler. Patrick ist, glaube ich, nicht so schnell. Lukas ist da schneller. Lukas! Gut so. Ja, hat schon mal ein Tor gegen Wolfsburg gemacht bestimmt, oder? Ich sag ja, Paderborn-Spiele. Hinten Dinger reinkriegen, vorne Dinger machen. Ja. Das Beste, was man so seinen Fans liefern kann. Weil wenn das Ergebnis vielleicht nicht passt, hast du trotzdem 3 Tore von deiner Mannschaft gesehen. Ja. Nicht so wie Werder Bremen spielen, ne? Eben, nicht so ein Augsburg oder so ein... Köln gerade. Ich habe gedacht, er hätte schon die 4 Channel Skills, aber so passt ja auch. So passt es auch. Ich glaube, da muss man eine Grätsche setzen irgendwo. Nur jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Da sind sie wieder. Oh nein! Oh. Schubert hier rettet uns. Erstmal noch das 2-2. Jetzt kommt natürlich noch die Ecke rein. Wieder nicht so gut. Oh, aber ein Powerkopfball. Damit geht es in die erste Halbzeitpause in der Bundesliga. 2-2, wir schlagen uns nicht schlecht, würde ich sagen. Auf jeden Fall, vor allem wenn man bedenkt, dass Wolfsburg wirklich kein einfacher Gegner am Anfang ist. Ja, Stach, komm, dein Kopfball. Sehr schön. Auf Alphon weiter. Der sieht, dass da Knauf läuft, der Pass wurde halt abgefälscht. Aber Scheu läuft hinterher. Hat jetzt ganz viel Platz vor sich. Bringt eine Flanke in die Mitte. Stach war dabei. Und ich würde sagen, wir wechseln mal kurz, oder? Ja. Ja, wir wollen natürlich unsere Neuzugänge mal austesten. Höhler macht hier Platz für Josip Drimmitsch. Der macht sein Bundesliga-Comeback. Und Felix Groß Debüt kommt anstelle von Prott. Einfach mal sehen, was die so drauf haben, die Jungs. Ciao ist am kurzen Pfosten. Stach kommt gleich noch dazu. Und dann kommt die Ecke auch schon rein von Schröter. Ein Stach! Posten. Gegen sein Ex-Verein. Das ist so krass, Digga. Es ist so krass. Yeah, boy. Let's go. Es ist so krass. Standardstärke haben. Ja. Grüße gehen raus an Schalke. Und wir führen hier sogar mit 3-2 in unserem ersten Bundesligaspiel. Wäre natürlich ein wahnsinniger Erfolg für uns. Gucken wir, ob wir das jetzt noch über die Zeit gerettet bekommen. Oh, jetzt machen die aber Druck hier. Ja. Oh, und starker Pass auf Núñez.
Was ist denn das für ein Pass in die Lücke? Hilfe. Krass. Aber sie haben echt Druck gemacht, sie haben es sich verdient gehabt. Ja, warte, ich habe den Spieler mit der Eiern habe ich rausgezogen und dann ja. Habe ich da unten hingeholt. Oh, kam nicht mehr rechtzeitig dran. Und David Nunes hat einen kranken Abschluss. Ja, wirklich. Hat jetzt schon 2 Tore im Spiel. Beide so reingepfeffert. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier kein Tor mehr kassieren und uns hier um den Lohn bringen. Kommt vor. Schlag den Ball erstmal lang. Bruder, schlag den Ball lang. Dreh mit Schatten. Dreh mit Schatten. Spiel. Alpha. Komm. Alpha. Oh, ich hätte vorher spielen müssen. Nein. Schade. Ja gut, war auch einer dazwischen. Hätte auch. Ja, ist nicht Flanke sicher, dass der Autoblock ankommt. Oh, Flanke wäre Autoblock gewesen. Oh, der Fußspitze. Wir haben noch eine Chance. Eckball. Eckball. Der kommt auf Stach, aber der Torwart kommt raus. Lass ihn vorne. Nein. Oh, das war 6 Minuten Nachspielzeit, haben wir da rausgekauert als hinten. Ne? Wie wir den Preis gehauen haben. Aber der erste Punkt ist da. Und es war ein sehr unterhaltsames Spiel, würde ich sagen. 3 Tore auf beiden Seiten, nicht schlecht. Da kriegt man auf jeden Fall Lust auf mehr. 2. Spieltag in der Bundesliga. Mainz 05. Sind mit uns aufgestiegen. Letztes Mal haben wir noch verloren, 2-0. Haben Mateta zurückgeholt, glaube ich? Kann sein, oder? Hat einfach war verletzt, vielleicht, man weiß es nicht. Ja, weiß man nie. Auf jeden Fall, Saint-Just ist im Endeffekt nicht im Team, aber ansonsten so ziemlich das Team, was wir auch letzte Saison hatten. Wir haben uns verstärkt, würde ich sagen. Das heißt, wir gehen mal in die Simulation. Wir können natürlich auch in Liga 1 nicht jedes Spiel spielen. Deswegen wird das System hier gleich bleiben. Schnellsimulation. Mainz 05. Was? Selfridges Doppelpack. Stöger Doppelpack. Das sind ein paar Gegentore weniger, die wir jetzt bekommen werden. 4-0 zu Hause verloren gegen den Mitaufsteiger. Ach du heilige Scheiße. Wir haben beide ein breites Grinsen. Oh ja, es ist was Grandioses passiert. Es kostet kein Geld. Es gibt vielleicht Punkte. Es gibt aber vor allem viele Tore. Zeig's uns. Tarsis Bonkers, der Mann hat seinen Kreuzbandriss überstanden. Ist zwar minus 2 gegangen insgesamt, aber die wird er so schnell wieder aufholen. Und vor allem war auch vor den plus 2 super. Ja, war auch also, vor, ja. Da kann man ganz einfach sagen, der King is back. Der wäre mit einer 50 super. The Return of the King. Heißt natürlich auch, der Mann kommt direkt wieder in die Startelf, hat hier noch ein kleines Pflästerchen, aber das läuft da auch raus unter der Woche. Und wir kommen wieder zurück zum 3-5-2. Scheu muss jetzt auf die Bank, ist jetzt unser Backup. Dafür wurde er auch eigentlich geholt. War ja eigentlich nur eine Notlösung. Heißt auch, dass wir dann für die Außen jetzt gute Alternativen haben hier mit Wilms und Scheu. Und hier Alphon wieder auf die 10 und dann Bonga Höhle vorne drin. Das wird Spaß machen, hoffentlich. Nicht 0-4 gegen Mainz. Hoffentlich. Mit dieser frohen Botschaft, aber natürlich mit dem traurigen Blick von einem Punkt und 7 Gegentoren aus 2 Spielen, gehen wir in die nächste Episode. Ja, die Position auf einem Abstiegsplatz kennen wir schon aus der ersten Saison in der 3. Liga. Ja. Sind dann auch aufgestiegen. Ich befürchte, wir schaffen es diesmal nicht in die Top 3. Nee, glaube ich auch nicht. Auch mit Bonga. Aber das sehen wir alles in den nächsten Folgen. Schaltet da gerne ein. Wenn ihr noch kein Like da gelassen habt, dann lasst gerne ein Like da und abonniert uns auf Twitch. Das würde uns freuen. Dann sehen wir uns in der 2. Folge in der 1. Bundesliga. Macht's gut. Und Servus. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized.